Monster Hunter. Los. Oh! Monster Hunter! Wir sind so fertig jetzt. Oh Mann. Was heißt laden? Laden. Laden. Ladebalken. Ladebalken, Dedo. Ladebalken. Banorodo. Panorodo! Ich bin es! Hallo, willkommen zu Let's Play Monster Hunter mit mir, Frau Goggi. Ich hab heute den Nicola Balboa bei mir. Konnichiwa, Minasan. Hallo Leute, ich bin der Nico. Well, cool. Ich darf dich Nico nennen, gell? Ja, du darfst mich Nico nennen. Weil mir Nicola Balboa hört sich so ein bisschen. Das ist ein bisschen langer. Langer Ja, Name. es ist zu lang, ja. So lang. So, bevor wir eine Quest irgendwie angehen, ich schaue doch gleich mal in mein Inventar. Was haben wir so dabei? Pitfall Trap, das hört sich böse an. Iron Pickaxe, Binoculars. Ah, ich glaube, wir haben eigentlich alles. Ich hätte noch gern ein bisschen Fleisch mitgenommen zum Futtern. So, ich habe dich jetzt einfach mal ins kalte Wasser geworfen. Du kennst eigentlich gar nicht so. Haben wir uns drüber unterhalten? Kennst du Monster Hunter überhaupt? Ich kenne Monster Hunter in der Tat, aber ich habe das noch nie so aktiv gespielt, eher so passiv zugeguckt immer. Aber ist halt selbsterklärend, wa? Yes, richtig. Ja, es ist so hier Learning by Seeing hier bei dir, nicht bei Doing, sondern bei Sehen. Richtig. Richtig. So, wir sind jetzt gerade bei dem Questgeber, der ist der Häuptling, der Dorfoberhaupt von Kokoto. Ja, Kokoto ist das Dorf, in dem wir uns hier befinden. Wie geil, gell? Ja? So ist das. Kokoto? Kokoto. Ist das nicht das Lied von den Beach Boys? Aruba, Jamaica, wanna Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich wollte dich fragen, wollen wir zusammen Wyvern Eggs, also die Eier, die gelegten Eier, dieser riesen Drachenviecher uns unter Nagel reißen? Wollen wir einen großen, zu groß geratenen Vogel töten, den Ian Kutku? Oder möchten wir zusammen die Legendenleber in der Desert Zone besorgen? Ich habe keine Lust auf Sammeln, das ist eher so Frauenarbeit. Wir müssen natürlich die Monster besiegen und wir fangen mit den Wyvern an. Das heißt, der Ian Kutku findet den Tod? Er findet den Tod. Er findet den Tod. Durch die Eiskalt. Klinge, Frau Goggis. Hört sich gar nicht böse an. Ist ja so, wird eher so gestreichelt schon fast. Quest beginnen. Mit dem Schwert des Todes. So ist es. Da brat mir einer einen Storch, wollte ich gerade sagen. Tust du mir doch einfach mal eine der schwersten Quests hier auftischen. Schwert des Todes auf Japanisch? Schau es nach. Shinoken! Er hat nebenher den Google-Übersetzer an, weil er cool ist, weil er Nico ist. Und Wie sind wir eigentlich auf das Japanische gekommen? Ich weiß es gar nicht. Es hat eigentlich, glaube ich, angefangen, als du im Ladescreen oder hier am Anfang schon Capcom gelesen hast. Capcom! So, okay. Okay, produktiv sein. Produktiv. Produktivität, das schreibt man mit P. Und das ist auch gut so. Produktivität. Idiot. Gott, ey, was hast du mir in den Kopf getan, ey? Ich drehe gerade voll am Rad. Das merken Ja, die so ein bisschen. Zuschauer gerade voll. Ja. Ich komme so richtig aus meiner Sowas Rolle. wollen die Zuschauer mal sehen, weißt du? So ein bisschen Elan in die Sache bringen. Elan! Weißt du? Die wollen nicht so sehen, wie du Pilze sammelst im Wald. Die wollen sehen, wie du Monster zerlegst und deren Köpfe abhackst. Und dann das Blut der Bestie trinkst. Das wollen die sehen. Okay, es das heißt, ich habe schon mal deine Promo-Aktion so im Sack, oder? Weiß ich nicht, ich glaube schon, ne? Hey Leute, guck mal, ich bei dem legendären Frogoggi hier als Gastkommentar. What the fuck? Ey, guckt euch das mal, Alter! Daumen hoch, sonst gibt's zwischen die Augen. Richtig. Ja, und teilen und favorisieren Wühlst du da und gerade im Dunk? in den Maulwurfhügel. Ach so, das sah gerade aus wie Exkremente. Ja, soll es, glaube ich, auch sein. Warum da Dung steht, wenn ich da drin sammel, weiß ich auch nicht so genau. Ist das überhaupt Deutsch, Dunk? Ich dachte, das heißt, Oh, hier auf Kot. Kot hier oder Exkremente. Exkremente. Ja, Oder es ist. Nutella.
gibt's ja. Gibt's ja. Stuhlgang. Hier. Stuhlgang als Schokoladenaufstrich. Ja, ich weiß. Das ist verdammt lecker, muss ich sagen. Ich hatte hier gerade noch Ausschau, so gen Himmel geschaut, ob da irgendwo dieser zu groß geratene Vogel, dieses Mega-Hühnchen fliegt. Denn wir müssen den Ian Kutku erschlagen. Der ist groß und böse. Glaube ich sogar nicht gefiedert. Nicht gefiedert. Nicht gefiedert. Er sieht aber trotzdem aus wie ein Huhn. Er ist geschuppt. Eine Mischung, ja, er ist geschuppt. Mischung, deswegen kann man ja auch Kutku Schuppen sammeln, ihr versteht. Ja, er sieht irgendwie aus wie eine Mischung zwischen Pelikan und Huhn. Pelikan und Huhn. Ja, kannst ja nachher mal selber gucken. Ich wüsste jetzt nicht, wie man den... Was okay, das sind ein paar andere Vögel da hinten. Ich sah gerade am Horizont was fliegen, deswegen hier. Oh, da hat sich was bewegt. Ich schau gleich mal in Gebiet 4. Wir gehen so Richtung Wüfernest. Ich glaube, der wird sich irgendwo in der Richtung, ja, Höhle sich befinden. Wahrscheinlich. Ja, wir trachten ihm auf jeden Fall dem Leben mit der Pitfall Trap. Wir haben ein paar Bomben im Pedo. Können wir dem alles hier in seine Rachen schieben. Das ist cool. Und was wollte ich noch sagen? Ich wollte gerade irgendwas sagen, aber es war unwichtig. Also. Es war unwichtig? Das gibt's nicht. Also unwichtige Sachen beim Gastkommentar, es gibt keine unwichtigen Sachen. Ja, okay. Wie heißt der Vogel? Der Vogel heißt... Wupp! Ian Kutku. Ian Kutku, okay. Ian Kutku. So, wir haben hier Velociprey. Kann man ableiten aus Velociraptor. Das sind blaue, zu groß geratene Suishosaurus aus Turok. Wenn du sie kennst. Nein, ich habe Turok nie gespielt. Schande über mein Haupt. Okay, das sind Suishosaurus. Die kennt man aus meinem Turok Let's Play. Und ja, die sind einfach in Monster Hunter etwas zu groß geraten. Und leider auch bissig. Und das finde ich gar nicht gut, weil dann kriegen sie zwischen die Augen und sind dann auch gleich wieder still. So, im Hintergrund immer brav die Lauscher aufgesperrt, denn der Ian Kutku kann an jeder Ecke lauern. Die machen hier hinten gerade Fettparty, sehe ich gerade. Die haben sich gerade richtig lieb. Ja, die sind ein bisschen aggressiv. So, ich halte mal so ein bisschen den, wie nennt man das denn, den Ball, das Schwert halte ich mal flach. Weil ich weiß ja nicht, ob jetzt gleich... Ian Kutku! Ja, ob so ein gefiedertes Vieh hier gleich reinspaziert, geflogen kommt. Ja, so ähnlich macht er auch. Kaka! Alex, Presse zum nächsten KFC. Was passiert denn da nun? Okay, du kämpfst gegen das Viech. Scheint aber nicht so stark zu sein. Also wenn du dich konzentrierst. Dann kassierst du ja nichts. Yeah, und Slash! Ich treffe ihn nicht! Die Reichweite! Wom! Ach shit, und nach hinten! Ich schieß nur ins Leere hier! Das sieht aus wie so ein Slow-Mo-Kampf, ey. Da, er haut einfach ab, der Ekelhafte! Da geht er down! In your fucking face, du Elendiges! Viech. Du. Die heißen Suishosaurus. Suishosaurus, nee, das ist so das Synonym. Das bringe ich mir immer wieder mal mit ein, weil das hat so einen kleinen Wiedererkennungswert, so crossmedial, weißt du, zwischen meinen Let's Plays einfach mal die Insider auskramen. Okay. Das ist so pro die Zuschauer, die mein Turok Let's Play verfolgt haben. Die wissen ganz genau, was ein Suishosaurus ist und wie mir der so auf, die Nüsse gegangen ist. Okay. Dass das natürlich nichts mit dem Let's Player Suishomaru zu tun hat, ist selbstredend. Das ist natürlich selbstredend. Natürlich. So, wir werfen hier zwei Rationen ein, denn wir brauchen nachher, wenn dieser zu groß geratene Vogel uns nach dem Leben trachtet, genug Ausdauer. So! Ich hab Bock, ein bisschen Metall zu schürfen. Und du? Metall schürfen? Schürfen! Wir graben nach Kristallen hier. Okay. Earth Crystal, das fängt doch gut an. Noch mehr Earth Crystal. Iron Ore? Ja. Oh yeah. Oh yeah, da kommt er.
Er kommt. Da fliegt er. Der Elendige. Hallo, Frau Gaggi. Ich habe auf dich gewartet. So, ich baue hier gerade mal meine Pitfall-Trap auf. Okay. Und das Viech ist so dumm, dass er jetzt da reinfällt. Mal gucken. Er schläft! Was? Er hat, oder er ist am Schlafen gleich. Er hat gegähnt. Er schaut um sich. Wir beobachten ihn einfach mal. Shit! Der hebt wieder ab! Das finde ich ja gar nicht gut. Kutku? So, halte ein! abgehauen. Scheiße! Vorführeffekt. Oh. Tschüssikowski, er hat keinen Bock auf dich. Hey, was soll das? Mensch und Falle gleichzeitig? Ist dies überhaupt möglich? Halt, stopp! Ich verschwinde. Oh Mann. Er hat jetzt seinen Kaffee getrunken, aber beruhigt hat er sich noch nicht. Das wird aber er hat gegähnt. Oh, da ist er. Da ist er, hol ihn dir. So, Kutku, du hast ein Problem. Das bin ich. Nee, denk erst gar nicht dran. Er will losfliegen. So, Vorsicht, aufgepasst, aufgepasst. Wambel. Schneid ihm die Flügel ab. Einfach mal weggerollt. So, immer brav die Bewegungen im Auge behalten. Das ist gut für die Gesundheit. Haha. Haha. So. So, jetzt liegt er auf dem Boden. Die Gelegenheit nutzen wir und brettern einmal rein. Dann wird er ausgewichen. Und noch mehr ausgewichen. Diese grazilen Bewegungen. So. Etwas Abstand gewinnen und ich werfe gleich mal einen Paintball auf ihn. Das ist zur Markierung auf der Karte. Dann weiß ich immer, wo er sich gerade befindet. Der Elendige. Sehr schlau. Oh, 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 oh. So. Was zum Teufel? Es macht doch so sein Balzgeräusch. Er möchte mit mir paaren. Oh, 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 oh. So. Ich habe ja noch eine kleine Sache für dich, Ian Kutku. Oh, 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 oh. Das sah gerade gefährlich aus. Der kam mir gerade sehr nahe. Oh, 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 oh. Was zum? So, zack. Oh, er hat nicht reingeguckt. Meine Augen! Ich habe gerade Flashbomb nach ihm geworfen. Oh, 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 oh! Einfach mal in den Busch geworfen. So, jetzt kriegst du ins Gesicht! Hoffe ich doch. Ja, passt. Boom. So, damit man auch was sieht. Oh, 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 oh! Schnell weg! Gedreht! Er schlägt gerade um sich. Ja, in seinem verwirrten Modus schlägt er auch noch um sich. Das ist ein sehr widerspenstiger Zeitgenosse. Oh, oh, oh! Verdammt! Verflucht! Ich hab voll aufs Popöchen bekommen! Shit! Oh. Weg! Einfach nur weg! Einfach nur weg! Wow! Er ist enraged! Was heißt das eigentlich? Enrage? Ja. Völlig außer sich, keine Ahnung. Okay. Wow, 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 wow! Plötzlich macht er alles doppelt so schnell. Man sieht das an der Flamme in seinem Gesicht. Hier läuft er. Oh, oh! Hoppla! Das war nicht ganz geplant, aber doch zu unserem Vorteil. Ich hab es gedacht, er macht mich fett platt. Ja, hab ich gedacht. Setz dich auf mich drauf. So, gut, gut, du kriegst auf den Arsch! Oh. Daneben. Shit! Er gibt dir. Ja. Kennst du das, wenn so ein Huhn dir voll hier auf den Kopf hier drauf hackt? Nein. Kennst du nicht? Ach, jetzt wo du sagst, natürlich kenn ich das. Das muss ziemlich wehtun. Stell dir mal vor, das macht so einen Riesenvogel. Ich
Stell dir vor, das macht eine Ara. Oh. Oh mein Gott. Also, dazu würde echt die Benny Hill Melodie passen irgendwie. Der soll sich verpissen. Der hat nämlich gerade dieses Insektenvieh, das uns die ganze Zeit hier nervt. Oh, ich renne ihm gerade voll in die Arme. Gutku, nimm mich in den Arm. Ich hab gerade Bock auf dich. Ich will das da hinten schlachten. Free Hugs. Oh, oh. Ja, mach du nur. Mach du nur. Lass mich in Ruhe. Was zum? Der hält gerade voll inne. Der mag mich gerade. Ja. Schaut ihn euch an. Oh, ja, der mag uns nicht. Guck mal, Kutku, siehst du das Vieh? So greift man einen Jäger an. Der macht hier gerade alles aus der Entfernung. Hä? Nahkampfattacken aus der Entfernung. Oh. Scheiße. Er kommt mir zu nahe. Ja. Bam. So. Einfach mal geheilt. Noch mal ein? Geht noch einer? Einer geht noch rein. So. Wow! Oh oh. It's getting hot in here. Shit. Er hebt ab, er hebt ab, er hebt ab. Was tut er? Er fliegt in ein anderes Gebiet. Ist vielleicht auf der Flucht. Das könnte ein Anzeichen dafür sein, dass er fast tot ist. Du hast er fast. Okay, du, ich glaube, ich stehle so ein bisschen die Show. Du sollst doch jetzt einfach mal fett Statement geben. Wie war das denn? Ich sag jetzt, Nico übernimmt jetzt einfach mal das Let's Play. Ich übernehme jetzt? Ja, also du übernimmst. Der Kampf war jetzt nicht so beeindruckend. Also der letzte Teil zumindest nicht. Wo er so ein bisschen, weiß ich nicht. Er ist voll auf LSD, glaube ich. Jetzt kassiert er schön. Ja, also, was kann ich dazu sagen? Alles, was ich sehe, ist, du läufst weg, gehst hin und schlägst ihn. Ja, ich glaube, das ist jetzt mal genug Action, weißt du, für einen Part. Findest du? Ja, also ich glaube nicht, dass die Leute jetzt irgendwie sehen wollten, wie du Sachen sammelst. Also meine ich zumindest. Ich meine, ich gehe auch nicht in Kino, um zu schlafen. Oder auf die Toilette zu gehen. Richtig. Hey, ich habe bezahlt, ich darf hier so lange auf Klo, wie ich will. Ja, war jetzt vielleicht ein blöder Vergleich, aber. Du sollst dich heilen! Du stirbst! Oh oh, du hast recht. Nein, ich bin verwirrt! Ach du Scheiße! Bitte fang dich! Renn! Nein! Nein! Oh, ist das die Möglichkeit? Nein! Gugogi! Aber keine Angst, wir haben unsere tollen Katzenfreunde. Ja. Ja, die Felwin, die sind ein ganz tolles Volk, weil die haben hier den Lieferexpresso, der ADAC bei den Monster Hunter. Den gab's damals schon. Der ADAC. Game Engel. Ja. Oh Mann. Muss jetzt alles wieder machen übrigens? Nee, der brave Kutku, der ist noch hier auf der Map. Okay. Ich sehe ihn ja, der Paintball, der tut ja seine Arbeit. Ist es nicht so schlimm. Okay. Ja. Naja. Genau. Also wir bekommen jetzt nicht den vollen Preis der Entlohnung, sondern ist glaube ich um die Hälfte gekürzt. Ich möchte ein bisschen Atmosphäre schaffen. Findest du die Toolbars oben irgendwie ein bisschen nervend? Weil ich kann die coolerweise ausschalten. Das ist richtig geil. Und wenn ich sie brauchen sollte, jeder, muss ich einfach nur die L2-Taste drücken. Das ist cool. So. Und ich glaube, das macht doch mal ein RPG richtig aus, die Toolbar auszublenden. Das ist richtig geil. Einfach nur das Panorama genießen. Genau. Gut, beim Monster-Schnetzel nicht unbedingt ganz lohnenswert, man zieht nicht seine Lebensanzeige. Und die sollte man, zumindest ich sollte das, öfters mal tun. Richtig. Im Auge behalten. Ja, damit so ein Scheißleben nicht passiert. Warum die Scheiße war das? Das muss schneiden. Boah.
Nein, ich stehe dazu nicht. Ich zeig nur meine Erfolge, meine Let's Plays, weißt du? Richtig. Ich brauch das nicht. Ich bin kein Zweitklasse. Jetzt geht er an drei! Ich glaube, es hackt! Ich glaube es nicht! Ich glaube, ich spinne. Ja, das weiß man aus meinen Let's Plays. Ich benutze sehr viel Akzente, Dialekte, die werden hier schön. Wow, Massenpanik. Ja, die werden hier schön bunt in Szene gesetzt. Ich mache hier keinen. Ich habe hier keine Raster. Ich mache jetzt nicht einen auf Berlinerisch. Oder einen auf Jan Kutku. Oder auf Schwabenländle. Das war. Ja gut, das hat sich gerade ein bisschen schweizerisch angehört. Ja, stimmt. Schwaberländli. Schwaberländli. Aus Schweizerdeutsch. So, ja gut, Schwäbisch-Schwätzer können ja eigentlich an der Stelle eigentlich auch mal. Das ist schon ein bisschen abbracht. Oh nein, mal bitte Schwäbisch auspacken, du. Findest du nett? Ich find's voll nett, ey. Findest du nett? Also ich glaube, der Kutko auch jetzt. Ah, oh, schnell, guck mal, wie es ein Ohr kotzt. Ich mag die auch nicht! Du stirbst schon wieder. Alter, du hast recht. Also ich glaube, der Ian Kutku ist nur so böse, weil er. Was er will, einfach nur ein Quatzel von dir haben. Ein Quatzel. Oh oh, er ist durch den Baum durch! Er steht im Baum! Richtig gut, ey. Oh, ich hab kein Life mehr. Okay, das ist der Punkt, wo ein Let's Player sagen muss, die Toolbar ist eigentlich doch ganz. Die Toolbar ist ganz lukrativ, die sollte man mal benutzen. So. Hier. Keine Faxen. Konzentration. A fette Lecker. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Womit? Dass er jetzt zu so einem Schlag ansetzt. Du stirbst! Nee, nicht ganz. Ein, zwei Schläge brauche ich noch, aber die macht er ihren Kutku schnell. Richtig. Oh. Na du? Hallo, ihren Kutku. Ja, ansonsten, Guade Sau frisst Alice, ne? Was? Ich kann echt nicht ewig davonlaufen. Ich sollte ihn, glaube ich, wieder ins Nest locken, kann das sein? Soll ich das mal probieren? Oder einfach mal zuschlagen? Ich muss gau gau. Ich muss gar nichts, der Honne. Oh oh. Oh oh, oh oh, oh, stirb, oh shit, stirb. Ich stirb! Weißt du, ich dachte, ich hau jetzt einfach mal ein ganzes Schwäbisch-Wissen raus. Hüpf halt ins Leere? Was tut er denn da? Hä? Ach so, da ist der Abgrund. Alles klar. Oh 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 oh. Er wollte sich selbst töten. So, ich mache jetzt was ganz Cooles. Ich gehe jetzt hier in den Busch und sammle ein paar Beeren, damit ich mich heilen kann. Bären. Oh! Der Kutku ist zur Stelle. Okay, er macht einen Abgang. Adele! Okay, nicht schlimm. Ich muss ja noch Bildsynchron machen. Also zunächst müssen wir beide jetzt auch erstmal unsere Stimmen synchronisieren. Das geht so. Fusion! Ha! Was zum Teufel? Hast du es aufgenommen? Gleichzeitig! Oh Scheiße, ich krieg Kopfschmerzen. Du machst mich fertig. Ja, was? Wenn du schon so anfängst. Ich dachte, ich muss mitspielen. Ist richtig. Also, so. Fusion! Pass auf, was ich zu sagen habe. Okay. Also.